Wir sind in Seoul! Jess und Ben in Südkorea. Wow, oh, herrlich. Hallo ihr Lieben, immer noch aus Südkorea. Und hier gibt es so coole Sachen wie das hier. Eigentlich sind wir ja noch auf der Suche nach dem K-Pop. Ich gehe zu einer richtigen K-Pop-Fernsehsendung. Ziemlich krass. Ich bin Gast da, Jess. Hoffentlich schaffst du es ins Bild, Ben. Ich schwöre dir, ich werde es schaffen. Ich drücke dir alle Daumen und ich treffe ein echtes K-Pop-Idol. Sie heißt Chungha und ich bin schon mega gespannt, wie sie drauf ist. Was für ein spannender Tag, oder? Mhm. Wir sehen uns später. Wir sehen uns morgen alles. Tschüss. So Leute, jetzt bin tatsächlich ich ein bisschen aufgeregt. Jetzt stehe ich hier auf der Bühne von einer koreanischen Fernsehshow. Simply K-Pop heißt die. Gleich kommen die Fans und dann kommen die Bands und dann knallt es hier im Karton. So Leute, ihr glaubt es nicht. Ich habe mich weitergeschlichen und ich habe hier Backstage weiter die Türen aufgemacht und ich habe sie gefunden, die Moderatorin der Show. Ist das krass? Simply for you, Simply K-Pop. Kumusta po kayo? We are your Simply K-Pop hosts, Kevin and Jacob of the Boys. Yeah! Was ist diese Show für euch? Simply K-Pop ist die einzige K-Pop-Musikshow, die weltweit ausgestrahlt wird. Ihr singt auch immer noch sehr viel, oder? Especially today we are. Heute sind wir nicht nur Moderatoren, sondern treten auch in der Show auf. Das heißt, wir müssen viermal das Outfit wechseln. Four outfits to change in and out. Okay. Wie bereitet ihr euch jetzt auf so eine Show vor wie heute Abend? Auf unsere Auftritte bereiten wir uns ein paar Stunden vor. Make-up, Haare und wir müssen uns aufwärmen. Das dauert schon ein paar Stunden. One very important question. As the boys, do you have a signature move? Yes, we do. Klar, es ist die Steinschere Papier. We go best, we the boys. So rock, rock, paper, scissors. Scissors. Okay, can we do it again? Yeah. Best. We are boys. Yes. Should I show you my signature move? Oh, for sure. Look auf jeden Fall. I'm just standing like this and then okay. I do this. You need a lot of skin, you know, doing this. Exactly. What's and together. The... One, two, three. Hallo. Oh. Freue mich sehr, dich kennenzulernen. Hi. In Korea sagt man ja zu den Künstlern, dass sie so Idole sind. Fühlst du dich wie ein Idol? Es ist mein Ziel, der Bedeutung von Idol gerecht zu werden und einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben. Du bist ja über eine Castingshow berühmt geworden. Wie ging es danach für dich weiter? Ich habe an einem Survival-Programm namens Produce 101 teilgenommen. Dort wurden 11 Mädchen von den Zuschauern gewählt. Und ich war eine der 11 und wurde Mitglied der Gruppe IOI. Aber jetzt haben alle eigene Projekte und ich arbeite als Solokünstlerin. Wie wichtig ist Social Media denn heutzutage oder gerade auch in deinem Business als K-Pop-Idol? Social Media ist für mich sehr wichtig. Es ist der einfachste Weg, um meine Fans auf der ganzen Welt zu erreichen. Aber ich habe Angst, dabei etwas unabsichtlich falsch zu machen. Deshalb kümmert sich mein Management um meine Social Media Kanäle. So Leute, nee,
Korea kommt man wirklich nicht ran, außer bei Kika Live. Ich bin jetzt hier Backstage bei einer niegelnagelneuen Band und die heißt Bandit. Hello! Ihr seid eine relativ neue Band. Ja, wir sind eine neue Girl Group. Unser Bandname Bandit bedeutet, sei ehrgeizig und tu es. Das ist unser Motto. Aha, cool. Wie viele Songs habt ihr denn schon rausgebracht? Nur einen, aber unser neuer Song, der kommt bald raus. Ist das das erste Mal, dass ihr in so einer großen Fernsehshow wie Simply K-Pop dabei seid? Nein, das ist das zweite Mal. Okay, wow, okay, crazy. Habt ihr schon viele Fans? Ja, wir haben Fans. Sie kommen wegen uns hierher und dafür sind wir sehr dankbar. Okay, cool. Ich habe gehört jetzt überall immer von den K-Pop-Bands, die haben so richtig coole Signature-Moves. Habt ihr auch einen Signature-Move? Bandit, be ambitious. 안녕하세요, 밴디트입니다. Yeah, that's so cool. K-Pop ist auf der ganzen Welt im Moment so im Trend, auch in Deutschland. Alle lieben es oder sehr, sehr viele lieben es total. Was glaubst du, woran liegt das? Ich arbeite auch daran, international bekannt zu werden und muss mich bei den älteren K-Pop-Sängern bedanken, die den weltweiten Hype ausgelöst haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele jüngere Zuschauer, die eure Fans sind, auch denken, oh, ich möchte auch mal so ein Popstar, so ein Idol werden. Welche Voraussetzungen muss man dafür mitbringen? Als allererstes muss man Musik lieben und gerne auf einer Bühne stehen. Man braucht Selbstbewusstsein, um vor Publikum aufzutreten. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Gibt es sowas wie eine K-Pop-Ausbildung? In den Entertainment-Firmen gibt es Teams, die nach Talenten suchen. Sie schauen sich die Leute bei Auftritten an und schlagen dann eine Zusammenarbeit vor. Oder man hat Glück, so wie ich, und lernt jemanden aus diesem Bereich kennen und wird zum Casting eingeladen. Es gibt auch Akademien, aber normalerweise macht man ein mehrjähriges Training bei den Entertainment-Firmen, muss schwierige Zeiten überstehen und hart arbeiten, bis man seinen ersten Song veröffentlicht. Weißt du, was Hallo auf Deutsch heißt? Nein, das würde ich gern lernen. Hallo. Hallo. Ja, also wenn du nach Deutschland kommst, musst du einfach Hallo sagen und alle werden dich lieben. So, was ich total süß finde, die sind auch so ein bisschen schüchtern. Deswegen halten die sich alle jetzt hier so diese Schilder vor den Kopf, so, damit man sie im Fernsehen nicht erkennt. Aber sie finden es auf jeden Fall cool, hier zu sein, genauso wie ich. Die Show startet jetzt und die solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. It's time for Simply K-Pop. And with that, we'll say goodbye here. Simply for you, Simply K-Pop. Auf Wiedersehen. Du bist bekannt für deine Tanzskills. Kannst du mir irgendwas zeigen? Ich habe auch einen Song mitgebracht. Okay. Yeah? Ready? Ready. Bereit? Teach me one move. Okay, so it's really easy. So you go. Okay, das ist sehr leicht. Die Hüfte so. Oh yeah. Like this, yeah. And then. Dann so die Hände zusammen. Gather your hands. Yes. And then you. Und nach oben zeigen. Point it up to 12. Okay. Yep. That's it. Then. Yes. Can we try it with music? Yeah. Okay. Okay. 5, 6, 7, 8. Oh, so, was sind deine nächsten Projekte? Was steht so an bei dir als nächstes? Ich bin zu vielen Festivals eingeladen. Das macht mir großen Spaß. Außerdem arbeite ich an meinem Album, das im Sommer herauskommt.
Ich werde immer mein Bestes geben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich drücke ganz fest die Daumen und erinnere dich ans Hallo, wenn du nach Deutschland kommst. Hallo, never forget. I know Annyeong. Ah, Annyeong. Annyeong, that's why I learned. That's perfect. Das habe ich hier gelernt, Annyeong. Was heißt Tschüss? 잘 가. What? 잘 가. 잘 가. Goodbye. Okay. Annyeong is like that. Okay, Annyeong. 모두가 Annyeong. Annyeong.